Mike Walpurgis, Glückwunsch zum 1:0 Heimsieg gegen RB Leipzig. Wie habt ihr die Mannschaft vor dem Spiel eingestellt? Denn die Leipziger wirkten überrascht über die Umstellung von den Schanzern. Ja, uns war natürlich bewusst, dass Leipzig ja auch davon ausgeht, dass wir im 4-2-3-1 agieren. Wir wollten bewusst auch aufgrund der Spielweise der Leipziger heute nochmal das Zentrum dichter gestalten. Deswegen haben wir 3-4-3 gespielt und die Mannschaft hat das hervorragend gelöst und umgesetzt, gerade in der Organisation und die Abstände und in der tiefen Staffelung auch. Das war schon sehr gut. Zweites Heimspiel für dich im Audi Sportpark und gleich ein besonderes. Ich glaube, 7 Minuten Nachspielzeit. Gemeinsam hat man dann die 3 Punkte hier in Ingolstadt behalten. Was sagst du, ein Wort zur Stimmung? Ja, Wahnsinn. Also 97 Minuten, kann ich mich auch nicht mehr daran erinnern, wann das letzte Spiel so lang ging. Zweiter Heimspiel, genauso wie beim ersten Zuschauer, gigantisch. Ein richtiger Hexenkessel hier, auch heute gegen Leipzig. So müssen wir agieren hier, dass die Zuschauer die Mannschaft auch tragen in dem Moment. War großartig. Kompliment an alle. Wie wichtig war dieser Sieg auch im Hinblick auf das nächste Schweder Auswärtsspiel in Leverkusen? Ich glaube, für die Mannschaft war es enorm wichtig, weil gerade die Auftritte hier zu Hause gegen Wolfsburg, da hätten wir sicherlich 3 Punkte verdient gehabt. In Bremen hätten wir auch was Zählbares verdient gehabt. Und dementsprechend war es wichtig, dass wir uns heute mit einem guten Spiel, mit einem Tor mehr als der Gegner und dementsprechend auch mit 3 Punkten belohnen. Alfredo Morales ist bei mir. Alfie, Glückwunsch zum Heimsieg gegen RB Leipzig. Es war sehr giftig auf dem Platz. Habt ihr euch vorgenommen, heute alles reinzuschmeißen, um den Tabellenführer zu besiegen? Ja, wir versuchen immer alles reinzupacken. Heute hat es, denke ich, sehr, sehr gut geklappt. Man hat gemerkt, dass jeder gewillt war und bereit war, wirklich alles reinzuschmeißen, jeden Ball, jeden Schritt zu machen. Und ja, ich denke, es war ein überragendes Spiel, überragendes Publikum, Atmosphäre war super und deshalb war es sehr, sehr schön heute. Du sprichst es an, du bist schon länger dabei beim FC Ingolstadt 04. So ein Spiel wie heute auch von den Rängen, 97 Minuten Fight, schon mal sowas erlebt und wie fühlt es sich auf dem Platz an? Ja, wir hatten schon sehr, sehr schöne und intensive Momente zusammen mit unseren Fans hier im Stadion. Heute war natürlich super, super Sieg einfach. Die 3 Punkte sind so wichtig in unserer Situation gegen den Tabellenführer, die wirklich eine sehr, sehr gute Saison gespielt haben, bisher ungeschlagen waren. Und ich denke, jeder hat gespürt von der ersten Minute, dass wir heute wirklich was reißen wollen und dass wir hier heute spielen, um zu gewinnen. Und das haben wir durchgehalten bis zur letzten Sekunde und deshalb habe ich, ja, ich denke, wir haben verdient gewonnen. Auf jeden Fall. Was wird jetzt wichtig sein in der nächsten Woche? Lange Trainingswoche, um Sonntag dann beim Abschluss des nächsten Spieltages in Leverkusen auch zu bestehen? Ja, wie gesagt, das Spiel war sehr, sehr intensiv. Ich habe schon ein paar Jungs gesehen, die wirklich rumhumpeln und alles. Ja, was Normales, keine schlimmeren Sachen, aber ja, es geht darum einfach, sich gut zu regenerieren, heute, morgen, übermorgen. Dann geht es wieder mit dem Training los und wie gesagt, so ein Sieg heute mit den 3 Punkten hier zu Hause, denke ich, lässt sich sehr, sehr gut aufbauen und sehr, sehr gut in die nächste Woche starten. Wir haben sehr viel Selbstvertrauen, denke ich, dadurch bekommen und das ist sehr, sehr wichtig in unserer Situation. Vielen Dank. Örjan, 1:0 Heimsieg gegen Leipzig. Wie hast du das Spiel gesehen? Du bist ja reingekommen für den verletzten Martin Hensen. War sehr hektisch nachher, oder? Ja, das stimmt. Also die ganze Mannschaft hat eine richtig gute Leistung gemacht. Und Martin hat auch gut gespielt. Er hat sich verletzt in einer Situation, wo er hat gut gehalten. Und dann komme ich rein auf 1-0 und alles zu verlieren. Und ja, heute hat es gut geklappt und am Ende haben wir gewonnen und ich finde, das war auch Red Bulls erste Niederlage und das war schon richtig stark von uns. Was geht einem da durch den Kopf, wenn du merkst, dein Kollege ist angeschlagen, muss wahrscheinlich raus, du kommst dann relativ kalt in so eine Partie, die sehr hitzig ist. Wie macht man das? Es ist keine Antwort auf wie man dann das machen sollen, aber so wie Martin so vorbereite ich auch mich für die Spiele. Trotzdem, ob ich auf der Bank sitze oder spiele, das müssen wir tun. Und ich war kalt, aber ich musste so wie zwei Flugballe spielen von
Von ich war warm und danach hat es gut geklappt und ja, das war gut. Martin hat sich verletzt, hat einen Schlag auf die Wade bekommen, an dieser Stelle natürlich gute Besserung. Was sagst du zur Stimmung hier? Es war ja fünf Minuten Nachspielzeit, dann nochmal zwei Minuten Nachspielzeit und der Audi Sportpark hat gebebt und euch nach vorne gepeitscht und euch geholfen, oder? Ja, klar, der war eine richtig tolle Unterstützung und es war richtig geil, heute zu spielen. Und wir brauchen die Zuschauer und wie die heute gemacht haben, war richtig, richtig toll. Vielen Dank, Grün. Danke.